Herzlich willkommen zu unserem nächsten Small Talk. Ich habe hier eine E-Mail bekommen, die ich euch sehr gerne vorlesen möchte. Hallo Daniela. Herzlichen Glückwunsch zu deinen großartigen Erfolgen. Ich selbst habe in rund 10 Jahren verschiedene MLM-Firmen kennengelernt und bin immer wieder gescheitert. Den Versprechungen der Firmen und ihrer Anhänger glaube ich erst, wenn ich selbst erfolgreich in dem Bereich bin. Lieben Gruß, Hans. Lieber Hans, ich bin ziemlich sprachlos über deine E-Mail. Lass uns doch mal ein bisschen dieses Spiel von diesem äußeren Erfolg, also den sichtbaren Erfolg, einfach mal ein bisschen auf die Seite stellen. Und ich denke, du weißt, was ich meine. Dieses mein Haus, mein Auto, mein Boot und was auch immer. Lass uns das mal auf die Seite legen und einfach mal ein bisschen Klartext über Erfolg sprechen. Ein Moment. Lass uns mal echt darüber ein bisschen Tacheles reden. Ich bin erschüttert, dass du wirklich 10 Jahre gebraucht hast und das auch noch in verschiedenen Firmen, um festzustellen, dass das nicht der Erfolg ist, irgendwelchen Anhängern einer Firma oder irgendwelchen Versprechungen von Firmen Glauben zu schenken. Wenn es danach gehen würde, nach Promotions, dass wenn die Promotions gut genug sind, jeder erfolgreich wird, dann wäre jeder im Network erfolgreich. Ist aber nicht der Fall. Es hat nichts mit Versprechungen der Firmen zu tun, um im Network Erfolg zu haben. Und es hat auch nichts mit irgendwelchen Promotions zu tun, die in einer Firma sind. Erfolg im Network, lieber Hans, hat etwas ausschließlich mit dir zu tun. Und wenn du 10 Jahre gebraucht hast und das auch noch in verschiedenen Firmen und das bisher nicht verstanden hast, dann würde ich mir tatsächlich Gedanken dazu machen. Die Ursache für den Erfolg ist nicht irgendeine Motivation von außen, irgendein Versprechen von außen. Die Ursache für deinen Erfolg bist du selbst. Und wenn ich sage, die Ursache für deinen Erfolg bist du selbst, dann meine ich damit, ich habe mit 23 Jahren im Network begonnen. Und ich wusste damals schon, dass wenn ich nicht in der Firma, wo ich gerade tätig war, dass wenn ich in der Firma keinen Erfolg haben würde, ich es auch niemals in einer anderen Firma schaffen würde. Das war der Ehrgeiz und den Anspruch, den ich an mich selbst hatte. Wenn du jetzt aber dahergehst und in der ersten Firma keinen Erfolg hast, in der zweiten Firma keinen Erfolg hast, in der dritten Firma auch keinen Erfolg hast, dann würde ich mir langsam überlegen, was an mir schief läuft, wo ich einen falschen Ansatz habe, dass es nicht funktioniert. Weil es liegt definitiv nicht an einer Firma. Und bei mir war es wirklich damals schon sehr früh, sehr klar, dass ich härter an mir selbst arbeiten muss, als an meinem Geschäft. Und wenn ich sage, du musst härter an dir selbst arbeiten, als an deinem Geschäft, was übrigens ein sehr bekanntes und berühmtes Zitat von Jim Rohn ist, dann ist ja die Frage, was damit gemeint ist. Weil viele verstehen diesen Satz überhaupt nicht und meinen aber, dass sie ihn verstehen. An sich arbeiten bedeutet nicht nochmal geschwind ein Buch lesen. An sich arbeiten bedeutet auch nicht nochmal eine CD zu hören. An sich arbeiten bedeutet hinzuschauen, was sind die Ursachen für deinen Misserfolg. Und da bist du auch nicht in der Lage, das alleine zu machen. So ehrlich musst du selbst sein, weil wenn du es nämlich könntest, wärst du schon längst da, wo du sein möchtest und nicht hier nach 10 Jahren. Network Marketing wird immer funktionieren, aber es wird immer nur für die funktionieren, die es begriffen haben, wie es geht. Und das, lieber Hans, das ist das, was man in seiner gesamten Komplexität überhaupt erst verstehen muss. Und das ist kein Grundsatz, der nur für Network Marketing gilt. Das ist ein Grundsatz, der für jedes Geschäft, für jedes Unternehmen auf dieser Welt seine Gültigkeit hat. Und wenn du das begriffen hast, wenn du so an dir gearbeitet hast, dass es wurscht ist, ob du im Network tätig bist oder in sonst irgendeinem Bereich, dass du die Begriffe für Erfolg so verstanden hast und so verinnerlicht hast und sie so umsetzen kannst, dass du sie immer wieder erzeugen kannst, dann ist es völlig wurscht, in welchem Unternehmen du bist. Du wirst Erfolg haben. Und das ist es, was ich bei mir auf den Seminaren mache. Ich rede Klartext.
Nur für meine Seminare braucht es Mut. Ich stehe nicht da und erzähle dir irgendwas, was du vielleicht gerne hören würdest, sondern ich zeige dir ganz genau auf, warum du keinen Erfolg hast. Und nun bedanke ich mich ganz herzlich für deine Frage und auch für deine Glückwünsche. Und ich wünsche dir selbstverständlich viel Erfolg, aber vor allem die Ehrlichkeit, die es braucht, um hinzuschauen und das nötige Verständnis, um die Zusammenhänge für Erfolg zu verinnerlichen, zu begreifen und zu verstehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.